Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ich möchte euch gerne Millennia vorstellen, ein 4X-Strategiespiel, das man mit Fug und Recht, glaube ich, als eine Art Civilization-Game beschreiben kann. Das heißt, wir erleben die Geschichte der Menschheit von der Steinzeit bis in die Moderne und darüber hinaus. Ein Genre, das ja inzwischen etwas heißer umkämpft ist, neben Civilization hat es Humankind versucht, Millennia ist in Arbeit und außerdem noch ARA History Untold. Auch das wird vermutlich in diesem Jahr noch erscheinen. Insofern sehr spannend, was das für Versuche sind und wir schauen uns das gleich an. Zwei Hinweise vorweg. Als erstes zum Studio. Es ist eine Neugründung, C-Prompt Games, seht ihr unten, gepublished übrigens von Paradox. Und das sind Veteranen der Spielebranche, so nennen sie sich selbst. Und das ist, glaube ich, mit Fug und Recht, denn da ist der Lead Designer von Age of Empires 2 und Age of Mythology beteiligt und einer von denen, die System Shock 2 gemacht haben, also große Namen. Zum Zweiten, ihr könnt Millennia ab dem 5. Februar selbst spielen und zwar ist da Steam Next Fest, das heißt Demo-Woche auf Steam und Millennia wird als Demo dort vertreten sein. Ihr werdet 60 Runden spielen können bis zum Ende des dritten Zeitalters. Diese Grenze gilt auch für mich. Ich habe zwar hier eine Version, wo ich länger spielen könnte, aber zeigen darf ich euch auch nur das Spiel bis zum dritten Zeitalter. Allerdings, wenn es länger dauern sollte, auch mehr als 60 Runden. Immerhin. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Es gibt sogar schon eine deutsche Version. Ich weiß nicht, wie es bei der Demo sein wird, aber die hat ein paar Macken noch. Die funktioniert nicht richtig. Deswegen bin ich hier auf die englische Version umgestiegen. Und wir starten ein neues Spiel und müssen entscheiden, mit welchen Zivilisationen wir starten. Und jetzt schon mal die erste wichtige Information zu diesem Spiel. Ihr werdet euch vielleicht wundern, das ist alles sehr simpel gehalten, was die Zivilisationsboni betrifft hier zum Beispiel. Also jede Zivilisation hat nur einen so einen Bonus, zum Beispiel die deutschen Produktionsbonus in der Hauptstadt und so weiter. Das ist wirklich nicht sehr unterschiedlich. Und am Ende kann man auch diese kleinen Unterschiede relativ vergessen. Ihr werdet hier im Laufe des Spiels, im Laufe der Geschichte erst eure Fraktion richtig spezialisieren. Und zwar das auf eine Art und Weise, wie man das aus derartigen Spielen bisher nicht kennt. Das ist eine große Besonderheit, weswegen ich auch dieses Spiel sehr interessant finde. Also wundert euch nicht. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, was wir nehmen. Ja, ich habe in meiner Testpartie mit Deutschland gespielt. Ich werde mal, glaube ich, jetzt so Rom spielen. Ja, okay, die haben unseren Diplomaten-Möglichkeiten, das ist ganz cool. Das heißt, ich muss jetzt für die KI was anderes reinnehmen. Wir nehmen mal Staaten rein, die irgendwie besser passen dazu. Also ich nehme Rom. Gibt es noch irgendwelche antiken Zivilisationen, die hier... wir nehmen mal Ägypten mit rein und wir nehmen Persien mit rein und wir nehmen... Ja, gut, der Rest... Also ihr seht, so viele Möglichkeiten gibt es nicht, derzeit zumindest nicht. Aber ich erwähne nochmal, das ist gar nicht so relevant. So, wir können die KI-Qualität festlegen, aber wir lassen das erstmal alles so, wie es ist. Kartengröße, glaube ich, Medium reicht zum Zeigen auch. Kontinente, Inseln, Inland, Seen, Pangea gibt es im Moment zur Auswahl. 2 bis 8 Spieler, so sind die Settings zumindest jetzt. Man kann sich auch eine Nation zusammenbauen, das heißt aus verschiedenen Boni oder einen Boni oder so irgendwas aussuchen. Machen wir aber nicht. Wir starten mal direkt mit rein. So, ich sehe gerade, dass mein Bild noch da zu sehen ist, aber ich glaube, es hat nichts verdeckt. Jetzt ist der Moment, wo ich mich dann abschalte. Gut, und diese Willkommensbotschaft will ich jetzt gar nicht sehen. Die Tutorials habe ich eigentlich auch schon alle gesehen. Eigentlich habe ich ihm schon gesagt, er soll mir das nicht mehr zeigen. Aber gut, dann klicken wir uns da nochmal durch und starten hier mit unserer kleinen Siedlung. Caesarea heißt sie. Und ein erster Hinweis, ihr werdet jetzt sicher nicht überwältigt sein von der Grafik dieses Spiels. Und das kann man schon mal direkt sagen, das ist auch wirklich nicht überwältigend. Sie sieht schon relativ veraltet aus. Ich finde sie noch okay. Aber das ist ganz sicher nicht die Stärke des Spiels. Aber sie hat wirklich das Spiel hat zwei, drei sehr interessante Mechaniken, die ich wirklich spannend finde und weswegen es sich durchaus lohnt, hier mal intensiver hineinzuschauen. So, jetzt gucken wir uns alles genau an
und starten dann so langsam. Als erstes, wir sind im ersten Zeitalter in der Steinzeit. Hier rechts sieht man immer so ein bisschen die Regeln, die in diesem Zeitalter gelten. Und das ist schon das erste Coole. Jedes Zeitalter hat so bestimmte veränderte Mechaniken, Regeln und so, wie die greifen. Also, alle Nationen beginnen in diesem Zeitalter. Wir werden die ersten Einheiten, gut, das sind jetzt auch keine Regeln, das sind nur so Hinweise. Also hier ist nichts Besonderes. Genau, wir können Städte gründen und damit Vasallen erstmal gründen. Aber dazu kommen wir noch. Womit starten wir? Wir starten vielleicht einfach mal mit unserer Stadt selbst und gucken uns den Stadtbildschirm an. So, das sieht jetzt ein bisschen verwirrend aus, ist es aber gar nicht. Das Grundprinzip kennt man eigentlich aus Civilization-artigen Spielen. Das Ganze läuft natürlich auch über Arbeiter. Im Moment haben wir eine Stadtgröße von 1. Derzeit kann die Stadt auf Größe 5 wachsen. Und dieser eine Arbeiter, der ist jetzt hier gerade im Grasland beschäftigt. Wir können selber bestimmen, logischerweise, wo der arbeiten soll. Wir können ihn auch hier wegnehmen und irgendwo anders hinsetzen. So. Jetzt schon mal die spannende Frage, was definiert eigentlich diese Hexfelder hier? Die werden definiert durch die umliegenden oder durch die Felder, die von dieser Stadt halt bewirtschaftet werden. Ihr seht hier, wir haben zweimal Grasland, zweimal Scrubland und zweimal Wald. Und das findet sich, oh ne, wir haben einmal Tiefenwald und einmal normalen Wald. Das findet sich hier entsprechend auch wieder, nämlich an den Slots, die wir hier haben. Wobei, wir müssten eigentlich mehr... Ah ja, stimmt. Hier ist nur ein Slot und da sind zwei Slots. Also dadurch seht ihr, wir könnten jetzt zwei Arbeiter ins Grasland schicken, aber nur einen in den Wald. So, dann haben wir jetzt hier schon die ersten Ressourcen, nämlich Nahrung und Produktion. Das kennt man relativ simpel. Unsere Stadt erwirtschaftet aber noch anderes Einkommen. Das will ich kurz einmal erklären, was wir hier alles haben. Wir haben einmal Gold. Einnahmen. Ja, das kommt einfach standardmäßig von unserer Stammesregierung plus 3. Dann haben wir Verbesserungspunkte. Mit denen können wir das Umland verbessern. Das ist sowas wie bei Civilization die Arbeiter, bloß dass das als globale Ressource funktioniert und wir keine Arbeiter scheuchen müssen. Dann haben wir hier unten, da fangen wir damit weiter, Einfluss. Der kommt erstmal auch von der Regierung und der führt dazu, dass sich die Grenzen erweitern. Da gibt es natürlich viele Gebäude zu bauen, die das alles noch beeinflussen. Dann haben wir klassisch Wissenspunkte für Technologie. Dann haben wir Produktionspunkte, damit bauen wir Kram. Dann haben wir Kultur. Kultur ist auch ein globaler Wert. Es gibt ja gewisse Kulturmöglichkeiten, Kräfte, die wir nutzen können. Kommen wir später zu. Und dann haben wir die Nahrung. Die Nahrung ist logischerweise wichtig für das Wachstum. Da steckt aber nochmal ein besonderes System dahinter. Und zwar muss man die Bedürfnisse einer Siedlung übererfüllen, damit sie wachsen kann. Und welche Bedürfnisse sie hat, hängt wiederum von dem Siedlungslevel ab und vielleicht auch vom Zeitalter, bin mir nicht ganz sicher. Also von einer bestimmten Größe. Es kommen andere Bedürfnisse hinzu. Das heißt, um eine Siedlung wachsen zu lassen, braucht man später nicht nur Nahrung, sondern muss auch die anderen Bedürfnisse erfüllen. Das ist schon ein ganz interessantes Konzept. Im Moment ist nur Nahrung nötig und wir sehen, dass zwei nötig sind. Wir haben 4, deswegen haben wir 200% über, also Erfüllung der Bedürfnisse. Deswegen wachsen wir relativ schnell in 4 Runden. So, man könnte jetzt überlegen, ob man einmal Produktion, einmal Wachstum macht, aber ich glaube, ich lasse das so. Also das ist hier das, was wir erstmal wissen müssen. Jetzt können wir auf dem zweiten Bildschirm sehen, was wir produzieren können. Und das ist unterteilt in Einheiten, Gebäude und Projekte. Ja, und jetzt ist die spannende Frage, womit starten wir? Wir könnten ein Scout bauen, das ist, glaube ich, immer ganz gut. Eine Kriegergruppe, Palisadenwelle, Stadtzentrum, Dolmen. Also das bringt logischerweise Verteidigung. Stadtzentrum bringt, das habe ich noch gar nicht erklärt. Regierungskraft hier. Genau, erkläre ich gleich. Und die Dolmen bringen Einfluss. Und noch ein Sondereffekt. Aber wir gucken uns doch mal diese Regierungskraft an. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. So, das ist nämlich ein interessanter Wert, mit dem man relativ wichtige Dinge dann immer freischalten kann. Das wird eine zentrale Spielmechanik, die sich immer weiter entfalten wird. Im Moment ist es so, dass mit 30 von diesen Punkten, Regierungspunkten, wir einen Siedler haben dürfen.
uns kaufen können. Ein Siedler kann man nicht normal bauen, das geht also nur über diesen Weg. Insofern ist das kein unwichtiger Faktor, ne, zur Expansion. So, ich würde, glaube ich, trotzdem mal mit einer Scout Cavalry starten, weil die relativ wichtig ist, habe ich den Eindruck. Und mehr können wir im Moment nicht machen. Doch, wir haben ja schon Krieger. Also, gucken wir uns die kurz an. Das sind zwei identische. Und die haben einen Angriffswert 7, einen Verteidigungswert 10. Dann gibt es Moralsystem 40, Gesundheit 50. Und sie können sich entsprechend bewegen und sie kosten Unterhalt 0,5. Außerdem reduzieren sie die Unruhe in Städten um 4. Da haben Einheiten unterschiedliche Werte. So, und es gibt dann noch Modifikatoren. Ihr seht, dass diese hier mal 2 Angriff gegen Kavallerie erhält. Okay, ich würde sagen, wir beginnen mal mit diesen Einheiten hier zu erkunden. Gehen mal hier langsam vor und schauen mal in verschiedene Richtungen hier unseres Gebietes. Ihr geht in den Norden, trefft dort auf einen Fluss. Aha, okay, alles klar. Was ganz hübsch ist, wenn die hier keine Bewegung mehr haben, dann schlagen die so ein Zelt auf. Das finde ich ganz nett. Gut, was wir in unserer Umgebung schon sehen, sind bestimmte Bonusressourcen. Und das ist erstmal so weit so klassisch, wie wir es aus Civilization auch kennen. Aber es gibt da ein cooles zusätzliches Feature, wie ich finde. Die bringen nämlich nicht nur, was weiß ich, Nahrung, Produktion und Gold sondern sie bringen erstmal, ja, wie soll ich sagen, Waren, also zum Beispiel hier einmal Leder und einmal Fleisch. Leder ist 3 Gold wert und Fleisch ist 3 Nahrung wert. So, das wird auch sofort umgewandelt. Man bekommt 3 Gold und 3 Nahrung. Aber später kann man Gebäude bauen oder Verbesserungen bauen, die dann wiederum in einer Region Leder verarbeiten oder Fleisch verarbeiten. Oder man kann Leder oder Fleisch auch handeln. Da gibt es also so richtige Produktionsketten mit diesen Ressourcen. Das ist ein interessantes Feature. So, wie baut man jetzt hier zum Beispiel also diese Weidefläche? Dazu benötigt man hier diese Verbesserungspunkte. Und ihr seht, hier ist die Weide, die kostet 16. Ist ganz schön viel. Wir kriegen plus 1 im Moment pro Runde. Das wird dann hoffentlich mehr. Insofern, viel mehr können wir im Moment nicht machen. Doch, wir können uns die Technologie, die Forschung aussuchen. Und das ist erstmal überschaubar. Wir sind in der Steinzeit und rücken hier ein Zeitalter vor. Das ganze Zeitalter-Thema, das sage ich jetzt schon mal, auch wenn wir es noch nicht sehen, spielt eine große Rolle in diesem Spiel und es hat auch ein paar sehr interessante, innovative Konzepte, die dahinter stecken. Erkläre ich dann aber erst, wenn wir ins zweite Zeitalter kommen. Man muss mindestens 3 Technologien freigeschaltet haben, dann kann man aktiv ins nächste Zeitalter gehen. So, und wir müssen uns jetzt überlegen, was wollen wir? Wollen wir Farming? Das bedeutet, wir können zum Beispiel eine Plantage bauen. Stockpile. Das Übersetzen ist immer so eine Sache, ne? Es fällt einem das Wort da nicht ein. Eine Farm bauen. Wir können hier ein Ratsgebäude bauen für Wissen. Wir können unsere Verteidigung verbessern. Wir können unser Scouting verbessern. Da bekommen wir einen kostenlosen Scout in 6 Runden. Könnte man sich überlegen, ob man auf Scouting geht und dafür was anderes baut. Oder wir können eben auf Arbeiter gehen und dadurch mehr Produktionspunkte bekommen. Und eine Lehmgrube ausheben. Ach, es klingt alles irgendwie toll. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf Wissenschaft und machen die Tribal Elders, die Ältesten, und versuchen den Rat freizuschalten. In 6 Runden geht das los. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles erledigt. Wir können die Runde beenden. Okay, dann marschieren wir jetzt erstmal munter weiter. Wir lassen mal den Wald hier links liegen. Da kommen wir nicht auf den Hügel rauf. Folgen weiter dem Fluss. Hier haben wir offenbar eine große Ebene, eine relativ unfruchtbare Ebene im Norden. Das ist ja nicht so toll. Ich folge aber auch hier mal weiter dem Fluss. Die Zahl übrigens, die hier steht, das ist meines Wissens die Armee
Stärke, die setzt sich zusammen aus Angriff und Verteidigung. Dann hat man auf einen Blick, wie stark eigentlich die Armee ist. Man kann übrigens, kann ich jetzt schon mal sagen, hier gleich 3 Einheiten in diese Armee packen. Das wird später dann auch noch mehr werden, hat natürlich beim Kampfsystem spielt das eine Rolle. So, und wir sehen dort schon, unangenehmerweise, erstmal schon Schweden mit einem Scout. Und wir sehen Barbaren. So, die Barbaren sind in etwa gleich stark. Da sollte man jetzt vielleicht mit einer Einheit nicht unbedingt angreifen. Außer sie greifen uns über den Fluss an, da haben sie Nachteile. Bin mir aber jetzt nicht sicher, wie wir am besten agieren in dieser Sache. Ich würde gerne mal auf diesen Hügel steigen. Wir sehen aber hier im Süden hohes Gebirge. Okay, und hier tiefer Wald am Fluss, Ufer. Na gut. Ja, was machen wir hier? Ich würde gerne noch nicht mit den... Allerdings sollte man vielleicht... Ich weiß nicht, ob die... Die haben, glaube ich... Und die wissen nicht, dass wir hier siedeln. Wir hauen mal in die Richtung ab. Sollen sich die Schweden mit den Barbaren streiten? Ah, toll. Großartig. Da sind schon die Nächsten. Na, wunderbar. Die werden uns jetzt vermutlich angreifen. Aber sie werden, glaube ich, nicht gewinnen können. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Vorteil haben in diesen Bäumen. Sind das überhaupt Bäume? Nee, das ist Grasland. Das sind nur die Olivenbäume. Nee, da werden wir keinen Vorteil haben. Na gut, dann werden wir jetzt gleich einen Kampf erleben. Und außerdem grüßen wir nochmal offiziell die Schweden. So, der Kampf ist vollzogen. Und jetzt bitte, ich hoffe, eure Enttäuschung ist nicht sehr stark, weil das sieht auf den ersten Blick sehr primig aus. Aber ich behaupte mal, das Kampfsystem ist komplexer, als man denkt. Also wir wissen eigentlich schon, wie es ausgegangen ist. Das ist immer so, wenn im KI-Zug mal angegriffen wird, sieht man das Ergebnis schon sofort. Wir wissen also, er hat hier diese Stärke verloren und wir haben etwas weniger verloren. Ja, aber es ist gewissermaßen unentschieden ausgegangen. Dennoch kann man sich den Kampf anschauen und das machen wir jetzt. Und das läuft so. Ich pausiere das mal ganz kurz, um das hier einmal zu erläutern. Also, es stehen sich die Einheiten links und rechts gegenüber und das ist in gewisser Weise ein Autobattler, den wir hier erleben. Aber das ist taktisch schon ein bisschen interessanter, weil Einheiten unterschiedliche Rollen haben. Das heißt, wenn wir später zum Beispiel Fernkämpfer haben würden, die in zweiter Reihe stehen und dann gibt es, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, Initiativewert, wer dann zuerst kämpft und so weiter. Es wird mit der Zeit durchaus immer interessanter. Im Moment ist es einfach nur... Die kloppen sich gegenseitig eine über die Rübe. So, wir haben keine Verteidigungsboni, sie haben keinen Angriffsbonus, das heißt, ihre normalen Werte zählen 7,8 gegen 7,10. Und wir können auch hier noch immer einblenden, was hier passiert ist. Wir greifen 7 gegen 8 an, 8,7 Schaden. Sie greifen 7 gegen 10 an, 7 Schaden. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch ein Zufallsfaktor ist. Jetzt können wir das Stück für Stück durchlaufen lassen. Und die zwei Werte sind immer Moral und Gesundheit. Und wenn zum Beispiel die Moral vorher auf 0 geht, flieht die Einheit. Wenn die Gesundheit vorher auf 0 geht, stirbt sie. So. Was ihr aber jetzt natürlich schon gesehen habt, weder sterben noch fliehen ist hier geschehen. Das hängt damit zusammen, dass, glaube ich, immer jeweils nur 3-mal, bin mir nicht ganz sicher, 3 oder 4-mal angegriffen werden kann. Ja, Runde 3. 3-mal. Und dann ist erstmal die Schlacht zu Ende. Das heißt, wir hatten jetzt einen leichten Vorteil, aber naja, hier ist nicht viel passiert. So, das heißt, wir müssen jetzt überlegen, was machen wir mit dieser angeschlagenen Einheit. Wir könnten jetzt nochmal angreifen und wir würden die vermutlich sogar erledigen. Also die Voraussage ist 100% Sieg. Wisst ihr was? Wir versuchen, wir machen das mal. So, dann erleben wir jetzt direkt nochmal eine Schlacht. Wir sind jetzt links. 9 gegen 7. Ja, also wir werden als erstes dafür sorgen, dass sie auf 0 sind. Ne? So, Sieg. Hervorragend. Okay, das hat der Einheit natürlich Erfahrung gegeben. Was wir jetzt sehen, ist natürlich interessant. Hier sehen wir, das ist, finde ich, ganz hübsch gemacht, hier sehen wir ein Barbaren-Camp. Da ist jetzt, glaube ich, niemand drin. Aber die haben eine Palisade, die muss man erstmal runterkloppen. Und das Gefährliche ist, die können natürlich dort wieder entstehen. Und dann sehen wir ein bisschen alt aus. Ist die Frage, ob wir vielleicht mal
in Richtung Norden uns bewegen, aber hier ist dichter Wald. Ich würde sagen, hier gehen wir nicht weiter. Wir gehen vielleicht tatsächlich zurück. Mehr können wir im Moment nicht machen. Wir wissen aber, hier hinten waren auch noch Barbaren. So, und jetzt ist dort eine neue Einheit entstanden. Das heißt, jetzt haben wir überhaupt gar keine Chance. Jetzt müssen wir einfach zusehen, dass wir wegkommen. Das können wir später erst irgendwie klären. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, ob dort Barbaren sind. Deswegen gehe ich, glaube ich, mal lieber in den Wald hinein. Ja, das ging jetzt ganz gut zu Ende. Wir haben jetzt immerhin schon zwei Einwohner. Und wir sehen, er hat sich entschieden, hier 2-1. Ja? Und ich tendiere aber dazu, weiter auf Nahrung zu gehen, weil das Wachstum ist mir zu langsam ansonsten. Natürlich produzieren wir auch nur langsam. Ja, es ist ein Dilemma. Aber es ist mir dann doch lieber, würde ich sagen. Und was machen wir mit denen jetzt? Ich denke, wir beschützen mal vielleicht den Rückmarsch dieser Krieger und erkunden dadurch noch ein bisschen mehr. So, wir haben jetzt die erste Stufe der, also wir können jetzt unsere Kulturkraft nutzen. Und da füllt sich einfach immer der Balken auf. Das wird natürlich immer mehr, was man da benötigt. Und wir können gucken, was hier möglich ist im Moment. Also, die Möglichkeiten werden sich mit der Zeit auch erweitern, je nachdem, wie viele Domains man hier freigeschaltet hat. Nämlich eines habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Durch unseren ersten Kampf haben wir einen weiteren Bereich hier freigeschaltet, nämlich Kriegsführung. Es gibt insgesamt, glaube ich, 6 Bereiche. Diplomatie wird dazu gehören, Ingenieurskunst und noch einige andere. Das werden wir dann sehen. Und das ist für mich das Zentralste und Coolste in diesem Spiel, dass ja, man gewissermaßen sein Reich so ein bisschen weiterentwickelt wie ein Rollenspielcharakter. Man bekommt Erfahrungspunkte und gibt die aus in bestimmten Bereichen und kann sich extrem unterschiedlich spezialisieren. Und das ist wirklich cool gemacht. Das werden wir sehen, wenn wir in Zeitalter 2 kommen. Da wird dann die erste große Entscheidung zu treffen sein. Wir sehen zum Beispiel im Moment im Bereich Warfare ist noch nicht viel möglich. Das wird mit der Zeit immer mehr werden. Wir können Freiwillige rufen, wenn wir 25 Punkte haben und kriegen eine kostenlosen Kriegergruppe. Und im Regierungsbereich, da hatte ich euch ja schon erzählt, sind es Siedler. Und das hat auch Auswirkungen auf den Kulturbereich. Denn für jede dieser Bereiche gibt es auch unterschiedliche kulturelle Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten wir jetzt, weil wir Warfare schon freigeschaltet haben, eine Armee einfach so rufen mit 2 Kriegern. Das ist schon relativ stark, würde ich sagen. Damit könnte man jetzt das Ding da angreifen. Wir könnten aber auch hier eine Stadt kreieren, eine Stadt bauen, die unseren Einflussbereich zusätzlich nochmal erweitert und später aufgrund von umliegenden Effekten zusätzlich interessante Boni bringt. Außerdem erhöht sie das regionale Level der Stadt, was dazu führt, dass sie größer wachsen kann und generiert dann im Laufe der Zeit Reichtum und Einfluss. Ich würde sagen, wir machen das mal mit der Stadt und das kann man jetzt also entweder in den Bereich platzieren oder außerhalb, dann wird die Grenze erweitert. Ich finde, das ist irgendwie schon immer praktischer. Und man sollte sich schon vorher überlegen, da gibt es Umkreiseffekte, die ich noch nicht so hundertprozentig drauf habe. Aber wenn hier 2 Weiden sind, ist das schon eine gute Sache. Ich würde sagen, wir entwickeln diese Stadt hier. Und das ist Tarentum und ihr seht, es wird auch gleich eine Straße dorthin gebaut, was auch ganz cool ist. Okay, damit haben wir die Kulturmacht und die nächste erreichen wir erst mit 16. So, die Schweden sind da. Wir könnten theoretisch auch schon Diplomatie betreiben. Wir gucken mal, was hier möglich ist. Wir können offene Grenzen vorschlagen oder Feindseligkeiten vorschlagen. Das bedeutet, glaube ich, dass man außerhalb, also es ist nur so ein halb inoffizieller Krieg, außerhalb der eigenen Grenzen kann man Einheiten angreifen und man kann angegriffen werden, aber man ist nicht offiziell im Krieg. Auch ganz cooles Konzept. So, jetzt haben wir endlich unseren Speer. Und auch der ist gar nicht so wehrlos. 6-8 kann sich natürlich deutlich besser bewegen und ist vor allem, hat mal 2 Verteidigungen gegen Ranged
Units. So, jetzt können wir uns überlegen, in welche Richtung wir erkunden wollen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung. Da sehen wir ein schönes Feld. Und da hinten noch weitere Wildgründe. Und das ist hier mal nett. Das ist nämlich einfach nur ein friedliches Stammesdorf. Da können wir mal zu Besuch gehen und schauen, was sie uns vielleicht anbieten können oder was passiert. So, wir sehen, hier bekommen wir mit einer Farm 2 Weizen, was uns 4 Nahrung bringt. Ganz cool. Wir müssen übrigens dringend hier dieses Weideland bekommen. Alternativ mit 6 könnten wir auch ein Hunting Camp schon haben. Wir werden nachher sehen, was das bringt. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das erst machen oder auf das teure Weideland gehen. Ich weiß nicht. Gut. Ich gehe jetzt, ich will in ein eigenes Gebiet zurück. Warum? Weil ich dort, glaube ich, schneller heile. Hier gehen wir trotzdem mal in der Richtung weiter erkunden. Da passiert aber nichts Besonderes. So. Wir müssen uns entscheiden, was wir jetzt hier bauen. Wann haben wir denn unsere Forschung beendet? In einer Runde. Dann sollte man wahrscheinlich das bauen, was man da forschen will. Was wir da forschen. Das heißt, wir könnten eine Runde einfach ein Projekt machen, die erhöht, das generiert Verbesserungspunkte. Ja, das hängt damit, also es wandelt Produktionspunkte in Verbesserungspunkte um. Das ist jetzt nicht so viel, 0,4 aus 2 Produktionspunkten. Oder ist es doch lieber besser, wenn wir stärker auf Produktion gehen? Ah, ich weiß auch nicht. Ja, der Standort ist echt auch nicht so dolle, ne? Aber gut, wir müssen ihn einfach weiterentwickeln. Was hilft das Jammern? Ja, ich würde sagen, wir machen mal eine Runde das. Oder wir bauen schon eine Sache an. Das geht auch. Das ist wahrscheinlich sinnvoller, ne? Regierungspunkte sind sowieso wichtig wegen der Siedler. Machen wir mal eine Runde und wechseln das. Ich glaube, man kann das da so aufsparen. Gut, beenden wir die Runde. 8500. Hier wollten wir reinziehen. Warum kann ich denn da nicht reingehen? Was ist denn das? Ach so, weil das tiefer Wald ist. Ich kann nicht in tiefen Wald. Das war mir gar nicht so richtig bewusst. Ist ja cool. So, dann gehen wir nach Tarentum und werden hier warten, bis wir geheilt sind. Während wir hier die Grenzen weiter abstecken. Hier scheint das Land zu Ende zu sein. Hier haben wir schöne ich wollte gerade sagen Zitronen, aber nein, es sind Oliven, die uns 2 Reichtum bringen. Aber wir werden später so Pressen haben können und so weiter, die dann die Oliven verarbeiten und dann wird es immer interessanter. Das sind die erwähnten Produktionsketten. So, hier wollen wir jetzt aber, wir gehen jetzt mal vorsichtig. Daneben ist gleich ein Stammesdorf. Gefährlich, gefährlich. Aber da sind, glaube ich, keine Krieger drin, deswegen können wir da gleich mal rein. So, und wir finden ein Artefakt. Ja, das Dorf ist um einen großen Steinmonolithen herumgebaut. Und das erzählt uns irgendwie komplizierte Geschichten in einer unbekannten Sprache. Es ist sehr bedeutsam für die Dorfleute hier. Jetzt können wir uns entscheiden, wollen wir Wissen oder wollen wir Kultur haben? Spannender Punkt. Können wir das nochmal einklappen? Ja, wir haben, ich glaube, die Wissenspunkte gehen nicht verloren, aber sicherheitshalber will ich mir mal, ich kann das nicht vorziehen. Also ich hoffe mal sehr, dass die Wissenspunkte nicht verloren gehen. Das wäre schon ziemlich gut für uns. Ich nehme mal die Wissenspunkte oder nehme ich die Kulturpunkte? Ich nehme die Kulturpunkte. 2 Krieger wäre auch ganz cool. Komm, wir gehen ja hier schon auf Wissen. Ich nehme hier die Kultur. Riskiere ich auch nichts, dass da irgendwas verloren geht. Okay, sehr schön. Das ist in gewohnter Weise recht wertvoll. Ja, hier müssen wir sehen, kommt da ein Krieger oder können wir vielleicht sogar mit dem Speer das Ding angreifen. Aber das dauert, glaube ich, 2-3 Runden, ehe wir da die Palisaden runter haben. Das bringt, glaube ich, nicht viel. Wir haben unsere Forschung aber und können jetzt eben dieses Ratsgebäude bauen. Allerdings, na gut, ich glaube, das wird ewig dauern bei unserer geringen Produktion. So, wir machen weiter. Scouting lasse ich, glaube ich, jetzt aus. Farming könnte relevant sein. Stockpile oder die Arbeiterschaft erhöhen. Das gibt uns auf Einschwung 8 Punkte plus Lehmgrube. Das ist auch gut. Wir nehmen mal Arbeiter. So, und jetzt hatte ich gesagt, will ich ja das verändern. Lasst uns hier jetzt auf, 15 Runden.
Ist das eine gute Idee? Ich glaube, diese erste Forschungsentscheidung war schon tendenziell ein Fehler. 6 Runden noch bis zum Wachstum. Wir brauchen dringend Produktion. Tja, oder wechsle ich hier auf Wald? Ich meinte, das Town Center ist auch schon wichtig. Wegen der Siedler, ne? Machen wir vielleicht das erstmal weiter. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ist, wir könnten jetzt diese Regierungspunkte auch schon ausgeben. Denn es gibt hier in den, ja, in so Unterskillbäumen, auch bei der Regierungsform, Möglichkeiten, die Regierung zu verbessern. Bis hin zu einem reformierten Stammeswesen. Dazu würde ich aber jetzt Regierungspunkte ausgeben müssen. Also zum Beispiel hier, wir können jetzt eine Stammesarmee ausheben. Gibt uns nochmal wieder eine Kriegsgruppe. Oder wir können +1 Nahrung im Heimatgebiet haben. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Wir würden schneller wachsen. Aber ich finde den Siedler echt noch wichtiger. Und jetzt 6 ausgeben, wo wir eigentlich 30 benötigen, mache ich, glaube ich, nicht. Jo. Insofern beenden wir die Runde. So, da ist jetzt ein Krieger entstanden. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir hier abhauen. Wir bräuchten eigentlich dringend Bogenschützen. Vielleicht sollte ich doch mal irgendwie ein bisschen Militär machen. Wir reiten hier ein bisschen weiter. Da haben wir den schwedischen Erkunder wieder. Und da haben wir Wein. Das ist ja auch ganz nett. So, wo gehen wir jetzt hin? Gucken wir da oben nochmal vorbei? Alleine werden wir da nicht viel ausrichten können. Aber wir können hier unsere Grenzen schon mal ein bisschen abstecken, ne? Gut. Wir können aber da im Moment nicht rein. So, jetzt haben wir schon 8 Punkte und jetzt muss ich mal gucken. Also, Hunting Camp bringt uns was? Das sehen wir leider nicht. Wartet mal, es gibt eine andere Art, wo man das, glaube ich, sich anschauen kann. Es gibt so eine Bauhilfe. Ah, hier. Ne, das ist Forester. Ja, genau. Da sieht man, was man bekommt. Wenn man da arbeitet, kriegt man so Holzstämme, die 2 Produktionen geben. Das ist schon ganz gut. Hunting Camp können wir, glaube ich, hier machen. Genau. Okay, wir bekommen einmal Fleisch und 3 Nahrung. Statt 2 hier, ne? Hier kriegen wir 2. Das heißt, mit einem Arbeiter würden wir mehr rausbekommen. Aber wenn wir natürlich bis 16 warten, was noch lange Zeit ist, dann kriegen wir hier auch 3 Nahrung, aber auch 3 Reichtum und Exploration XP. Das ist noch eine Domain, die ich noch gar nicht erklärt habe. Aber ich glaube, wir sollten erstmal, oder wir warten, bis wir den Forester bauen können und die 2 Produktionen. Andererseits, warte mal, wir kriegen jetzt, stopp. Wir kriegen in 3 Runden 8 Punkte. Und wir kriegen die Möglichkeit, eine Lehmgrube zu bauen. Die ist, glaube ich, richtig gut in Produktion. Kostet uns 12. Vielleicht sollten wir jetzt nichts ausgeben. Oder, warte mal, wir geben jetzt 6 fürs Hunting Camp aus. Dann haben wir noch 2. Dann kriegen wir in 3 Runden, dann haben wir 5 + 8. Ja, dann könnten wir dann die Lehmgrube nutzen. Ja, ich glaube, das ist okay. Machen wir das. Also, bauen wir jetzt hier das Hunting Camp. Das sieht dann so aus. Und das bedeutet, dass es hier deutlich lohnenswerter ist, dort jetzt den Arbeiter zu haben. Und wir produzieren jetzt einmal Fleisch. Das wird hier angezeigt und ist quasi eine erste Basis für zukünftige Produktionsketten. Und es gibt uns 3 Nahrung. Das heißt, wir werden jetzt schneller wachsen. Sehr schön, weil wir 175% haben. Ja, ich denke, das war eine anständige Entscheidung. Wir reiten mal hier weiter. Viel Land hier. Viel Wild. Okay. Hier gehen wir mal in die Sümpfe rein. Okay, wir sehen,
Hier ist also das Meer. Man muss sich schon so ein bisschen umgucken nach einem möglichen Siedlungsplatz. Ja. Das würde mir... Ja, man könnte sich hier auch schon mal... Nee, man sieht nur in seinem eigenen Bereich, was basismäßig das erstmal bringt. Der Fluss bringt, glaube ich, auch irgendwas. Bin mir aber nicht sicher, was. Ja. So, Wein ist spannend. Grasland ist halt gut und Wald ist gut. Man könnte hier unten hingehen. Ich weiß auch nicht. Hab mich noch nicht entschieden, aber wir sind ja noch nicht bei den 30. Beenden wir erstmal unsere Runde. Hier sehen wir jetzt, wie unser Gebiet sich erweitert. Mehr Grasland und das Weideland ist jetzt komplett hier bei uns. Das ist nämlich schön. Ah ja, sehr schön. Da können wir hin. Und eine Auktion. Ach, tatsächlich. Eine Handelsauktion. Wir können entscheiden. 50 Gold oder 5 Produktion in Caesarea. Oh ja, dann nehme ich doch lieber 5 Produktion. Unser Schwachpunkt. Wagen wir uns jetzt hier hin. Eigentlich habe ich schon alles gesehen. Na, damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet. Sehr schön. Hervorragend. Bogenschützen. Ein verlorener Bogenschütze. Ah, sehr schön. Okay, wir können XP nehmen oder den Bogenschützen. Wir nehmen den Bogenschützen. Und das gibt uns die Gelegenheit, jetzt das Dorf anzugreifen. Na, hervorragend. Außerdem ein ganz cooler Fischerort hier, ne? Fisch bringt, 5 Nahrung, wenn wir Fischerboote dort haben. Das ist ja der Hammer. Ich würde sagen, vielleicht siedeln wir dort direkt. Finde ich gut. So, nächste Runde geht es da weiter. Das gefällt mir. Dann wollen wir jetzt mal uns hier zum Angriff bereit machen. Aha! Die Gruppe ist auch ausgezogen. Die verteidigt noch nicht mal das eigene Dorf. Es kann sein, dass sie uns über den Fluss angreifen. Das sollen sie tun, dann gibt uns das noch einen Bonus. Das läuft gut. Die Truppe ist nämlich jetzt hier auch schon ausgeheilt. Da sieht man hier irgendwas? Nee. Dann lasst uns, glaube ich, ich gehe auf Nummer sicher, wir ziehen hier auch nach Norden ihnen entgegen. Hier wollen wir weiter erkunden. Es gibt übrigens auch Naturwunder, haben wir leider noch nicht gesehen. Hier ist eine Grenze. Das könnte eine unabhängige Stadt sein. Es könnten auch die Schweden sein. Hier sehen wir Marmor. Und da haben wir noch ein Dörfchen. Hervorragend. Und wir haben Kultur schon wieder. So, und jetzt ist ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, ob ich die auch aufbewahren kann. Ich glaube ja. 17 von 16. Weil ich will eigentlich im Moment, brauchen wir keine weitere Armee. Ich meine, schlecht ist es nicht. Eine Stadt können wir meines Wissens nicht mehr gründen. Man kann in einem Gebiet, glaube ich, immer nur eine Stadt gründen. Ja. Deswegen hilft uns das im Moment noch nicht. Ich würde aber gerne, wenn wir den Siedler haben, das gleich nutzen. Lokale Reformen wären auch möglich. Das bedeutet, die regionale Effizienz, also alle Ressourcen, die generiert werden, werden für 5 Runden gesteigert. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob sich das so lohnt. Wir beobachten mal, ob die Kulturpunkte, ob man die aufsparen kann. Wir haben jetzt 17 von 16. Vielleicht ist es möglich. Wir können also tatsächlich die Runde beenden. So, werden wir angegriffen? Nein. Oh, clever. Er zieht sich ins Dorf zurück. Ja, das ist schön zu sehen. Wir greifen trotzdem an. Jo. Es wird erstmal ein Unentschieden geben, weil die Palisaden hier sehr schützen. So, wir sehen. Schaut mal erstmal, wie cool. Ich mache mal Pause. Wie viel Schaden die Bogenschützen machen. Und die schießen über die Palisade rüber. Wir haben auch mal 3 Angriffsmodifikator. Deswegen machen die so viel Schaden. Gegen diesen Typus. Linie ist der Typus. So, während die Nahkämpfer, die hauen jetzt gegen die Palisade. Und ihr seht, die Palisade hat 100 Lebenspunkte pro Schlag 10. Ist natürlich erbärmlich. Wir lassen das mal weiterlaufen. So, da kommt nicht mehr viel an. Ich denke, im dritten Schuss sind die natürlich dann erledigt. Das heißt,
jetzt werden wir keinen Schaden mehr bekommen, aber die Palisade aber leider auch nicht durchschlagen können. Und auf diese Art und Weise werden dann später natürlich auch Belagerungswaffen interessant werden, logisch. So, das heißt, wir müssen hier erstmal pausieren und hoffen, dass die nicht noch neue Truppen hier ausbilden. Ah, okay. Natürlich jetzt ein bisschen unglücklich. Könnte natürlich auch sein, dass sie zurückkehren, aber ich will denen jetzt nicht alleine begegnen. Deswegen hauen wir mal in die Richtung ab. So, wir wollen auf jeden Fall dorthin. Und das hat uns jetzt... Ah, schaut mal, wir haben... Oh, das ist cool. Wir haben hier was Besonderes entdeckt, eine Landmarke. Und das hat uns jetzt die Erkundungsdomäne freigeschaltet. Und im Moment hilft die uns nur, dass wir mit 20 Punkten Scouts bekommen können. Aber wir wissen ja auch, durch Kultur gibt es hier was. Und hier in diesem Falle ein Eureka. Wir bekommen sofort Wissen im momentanen Forschungsbereich. Wenn man es für ein Zeitalter nutzt, ist es nicht so effektiv. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir wollten sowieso checken, ob die Punkte... Ja, man kann die Punkte aufsparen. Wir haben aber erstmal die Forschung komplettiert. Jetzt eins nach dem anderen. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Projekt. Beziehungsweise das Projekt, glaube ich, ist effektiver. Außerdem kriegen wir 8 Punkte sofort, haben die 13. Und diese Lehmgrube ist freigeschaltet. Und wir müssen uns jetzt für eine dritte Geschichte entscheiden. Und ich bin am Überlegen, ob wir jetzt mal Defenses nehmen oder Farming. Ja, aber sicher ist sicher, ne? Wir können da nämlich... Also es gibt uns auch noch einen Bogenschützen überhaupt als Bonus. Und außerdem können wir die dann ausbilden. Und eine Miliztruppe erscheint. Ich glaube, das sollten wir machen. Außerdem kriegen wir Kriegsführungs-XP. Ich denke, wir erforschen das jetzt als nächstes. So, na dann lasst uns erstmal das Dorf erkunden, bevor wir weitermachen. Ein mysteriöses Dorf. Es sieht sehr alt aus. Sie haben gesiedelt auf alten Ruinen. So, wir können uns jetzt entscheiden, nehmen wir Regierungs-XP oder Erkundungs-XP? Und hier ist ja eindeutig, Leute, wir nehmen Regierungs-XP. Ist ja großartig. Das bringt uns auf die 30, die wir benötigen. Außerdem können wir noch dieses... Landzeichen erkunden. Sehr schön. Das gibt uns 5 Erkundungs-XP und 10 Kampf-XP. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Zeichen irgendwas anderes ist. Mysteriöser Dschungel. Okay, alles klar. Prima, da haben wir hier schon 10. Sehr gut. So, mit denen können wir nichts weiter machen. Aber, wir können jetzt Siedler haben. Und das ist das, worauf ich ja gewartet habe. Die werden wir jetzt hier bekommen. Und wir müssen entscheiden, wohin. Wir haben nur eine Stadt, deswegen geht es nur dort. Und da haben wir unseren ersten Siedler. Und mit dem marschieren wir auch schon los. Und der Plan war ja, hier eine Küstenstadt zu entwickeln. Den Plan finde ich nach wie vor sehr gut. Und hier greifen wir weiter an. Einfach nur die Palisade. Nee, Quatsch, das war ja schon in dieser Runde. Okay, es passiert ja schon so viel, ich sehe schon nicht mehr durch. Den haben wir auch schon bewegt, jetzt müssen wir entscheiden. Nehmen wir einen Heureka. Oder wir warten mit Create Town, bis wir hier die Gründung gemacht haben und haben dann auch diese kleine Stadt. Die Stadt, die hat im Moment, also wir können die spezialisieren. Im Moment hat das spätestens noch keine Rolle. Erst... wenn die auf Level 2 ist. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie die auf Level 2 kommt. Aber das kommt vielleicht automatisch nach einer gewissen Zeit. Dann kann man das spezialisieren und dann bekommt das Boni entsprechend der Umkreisfelder. Insofern werden wir das nicht nutzen, sondern die Runde beenden. Ja, die Grenzen erweitern sich. Und oh, wir wurden doch angegriffen. Ja, klar, okay. Kann 2 Felder auch weit angreifen. Ja, wir sehen, was hier passiert ist. Das müssen wir uns eigentlich nicht angucken. Ist klar, aber wichtig ist... Nein, da ist jetzt schon wieder ein Verteidiger drin, oder? Nee, das sind nur die Palisaden. Ich dachte.
So, aber ich fürchte, die Truppe wird das wieder nicht schaffen, weil die Bogenschützen jetzt einfach zu wenig Schaden machen. Gott, ey, ist ein Trauerspiel. Tja, die Palisaden sind schon stark, ne? So, der Siedler geht in den Sumpf. Ist aber noch nicht da, dass er die Stadt gründen kann. Hier würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mal in unser Gebiet und werden das bewachen. Und hier haben wir alles getan. Die Frage ist, was ist denn hier eigentlich? Aha, hier ist Verdun. Und Verdun ist eine unabhängige Siedlung. Wir sehen auch, was die dort schon hat. Die hat dreimal Stadtmiliz. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und natürlich Palisadenwelle. Wir können die Stadt entweder angreifen und sie plündern. Ich weiß gar nicht, ob man sie auch klassisch erobern kann. Oder wenn man sie an dieser Stelle angreift, ist es möglich, dass man sie vielleicht komplett verliert. Oder wir können später, und vielleicht werden wir das auch tun, weil das ist ja unsere besondere Fähigkeit als Römer, wir können Gesandte dorthin entsandten und sie zu unseren Vasallen machen und sie später integrieren. Das ist ganz cool eigentlich. Insofern, glaube ich, warten wir damit. Also wir greifen jetzt nicht an, haben wir auch nicht die Fähigkeiten. So, was mache ich jetzt hier? Ich würde sagen, wir erkunden jetzt dieses Gebiet hier. Wir könnten auch durch das Gebiet durchreiten. Ich weiß nicht, ob die das doof finden. Machen wir mal sicherheitshalber nicht. Und beenden die Runde. Ist da jetzt wieder eine, ich denke jetzt mal, dass da eine Einheit gekommen ist, aber ich glaube nicht. Dennoch fürchte ich, dass wir es immer noch nicht schaffen werden. Haha! 5 von 100 bleiben noch. Okay, in der nächsten Runde ist es dann aber soweit. So, die rücken jetzt auf uns zu. Aber jetzt sind wir eigentlich in der Lage. Es wird wieder ein Draw. Das ist die Frage. Ich würde sagen, wir warten hier noch ein bisschen. Wir warten, dass die uns angreifen. Es kann sein, dass wir durch den Wald irgendwie einen Vorteil erhalten. Bin mir aber nicht sicher. Zeigt ihr mir das hier? Forest? Nee. Müssen wir sehen, wie es dann im Kampf ist. So, aber unser Siedler ist jetzt hier. Da, wo er hin soll. In der nächsten Runde kann er dann dort die Stadt gründen. Sehr cool. Gut. Ich wollte hier hin. Dann gehen wir mal über deren Gebiet. Oh, die haben Baumwolle. Und Flachs. Ja, ist auch eine nette Gegend. Hier bleiben wir, beschützen das. Und die Kultur nehmen wir immer noch nicht mit. 2316, weil ich hier die Stadt gründen will. Aber wir haben hier was gebaut, tatsächlich. Das Stadtzentrum ist da. Und überhaupt, was haben wir jetzt für ein... Wie viele Arbeiter haben wir jetzt hier? Immer noch 2. Ach, wartet mal. Kann es sein, dass der Siedler uns Bevölkerung genommen hat? Oh, dann hätte ich wahrscheinlich warten sollen. Wobei, das hätte ja auch nicht viel gebracht. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich. Ich dachte, weil es den über die Regierungspunkte gibt, gibt es das Konzept nicht, aber scheint anders zu sein. Ja, na gut, dann ist das so. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit diesem Ratsgebäude, um schnellere Forschung zu haben, auch wenn es ewig dauert. Wir müssen bloß gucken. Oh, wartet mal. Ich habe jetzt hier... Ich habe eine Sache vergessen. Lehmgrube. Das wollte ich doch eigentlich machen. So, Lehmgrube bringt uns eine Produktion und einen Improvement Point. Das ist natürlich ganz cool. Dann sind wir schneller dabei, den Rest zu entwickeln. Aber eine Produktion ist halt auch doof, ehrlich gesagt. Das Problem ist, wir gehen mal ganz kurz gucken, was hier gerade passiert. In dem Moment, wo wir halt jetzt ein Hunting Camp haben, ist es so, dass wir die Basisressource nicht mehr bekommen. Es ist also nicht so, dass wir jetzt hier den Wald umwandeln, sage ich mal, in eine Nahrung und drei Produktionen, sondern wenn wir das auf dem Wald da bauen, ne, der Forester, der bringt uns 2 Produktionen statt einer Nahrung und eine Produktion. Das finde ich jetzt nicht unbedingt überzeugend, um das da zu bauen.
wir brauchen halt richtige Verbesserungen. Und das sind keine richtigen Verbesserungen. Tja, die Weide ist wahrscheinlich schon am besten. Clay Pit hatten wir schon uns angeguckt. Ja, eine Produktion. Also wir verlieren zwei Nahrung, gewinnen eine Produktion. Aber damit wachsen wir halt nicht mehr. Das ist halt das Doofe. Insofern sind halt diese Gebäude, die ich jetzt nicht erforscht habe, gar nicht so irrelevant, weil sie einfach Basisnahrung bringen, ohne dass man über das Überarbeiter die reinbekommt. Ich warte. Ich glaube, wir machen die Weide. Ich warte auf die Weide. So. Sie haben uns tatsächlich nochmal angegriffen. Aber das, wir gucken uns das mal kurz an, ob wir einen Verteidigungsbonus hatten. Ja, 20% Waldbonus. Dadurch haben wir hier, denke ich, sehr überzeugt. Außerdem haben wir noch einen 1,5 Modifier gehabt. Weiß nicht, wo der jetzt herkam. Aber damit haben wir sie fast erledigt und wir können im Gegenangriff die eigentlich töten. So, sehr schön. Dann haben wir das Problem erledigt. Das nächste ist, dass wir hier unsere Stadt gründen. Ravenna. Und wir sehen, auf der anderen Seite geht die Welt weiter. Wow, ist hier viel Fisch. Okay. Und was wir dann jetzt gleich machen, ist, dass wir die Kulturkraft jetzt einsetzen. Nein, nicht die Forschung, die Kultur, um jetzt hier noch eine Stadt zu gründen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, die in den Sumpf zu bauen. Ich nehme sie mal hier hin, da kriegen wir vielleicht da noch einen Bonus. Pompeji. Und wie ihr seht, werden automatisch Straßen jetzt hier gezogen. Das finde ich auch ganz nett. Gut. Wir greifen jetzt hier an und das wird das Ende jetzt dieses Stammeslagers sein. Da bin ich mir sicher. Genau, das ist der Sieg. Und diese Barbaren kannten diese Länder gut. Mhm. Wir können ihr Verhalten studieren. Bekommen wir 10 Warfare XP oder Exploration XP. Was brauchen wir mehr? Exploration gibt uns... Das kann ich jetzt nicht einsehen. Das ist ärgerlich. Exploration gibt uns, wissen wir aber, glaube ich, einen weiteren Scout. Den könnten wir durchaus gebrauchen, um in die andere Richtung zu scouten. Warfare gibt uns ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, ein oder zwei Kriegsgruppen noch. Tja, ich glaube, ich nehme lieber Exploration. Ja, das ist schon wertvoll. Okay, wir gucken mal hier weiter. Was sind das? Das sind Schweden. Irgendwo müssen ja hier die Schweden sein. Insofern vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man hier noch eine Stadt gründet. Ah, was ich übrigens noch nicht erwähnt habe, Ravenna, ne? Ravenna ist jetzt noch nicht unsere Stadt, sondern die beginnt als Vasall und es dauert eine Zeit, ehe die integriert ist. Ihr seht es im Moment 15 Runden. Allerdings kann das auch stark beschleunigt werden durch bestimmte Effekte, unter anderem, glaube ich, im nächsten Zeitalter ist das so. So, was ist das eigentlich für ein komischer Grafikfehler? Hat, glaube ich, was mit der Grenze zu tun. So, wir sehen im Übrigen, Ägypten forscht schon am nächsten Zeitalter. Diejenigen, also die als erstes dort ankommen, bestimmen den Zeitalterübergang. Beim zweiten Zeitalter, beim Bronzezeit, da ist das noch nicht so relevant, weil es nur ein Zeitalter gibt. Später wird es hier mehr mögliche Zeitalter geben. Und da entscheidet der, der als erstes das Zeitalter quasi erforscht hat, in was für ein Zeitalter alle anderen mitkommen, was ziemlich relevante Auswirkungen haben kann. Das ist ein sehr cooles Konzept, was wir im Moment hier allerdings noch nicht sehen. Okay. So, ich würde sagen, unsere Armee, die bringen wir vielleicht noch ein Stück wieder zurück. Die soll sich erstmal ausheilen. Oder? Ach, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Wo ist denn das nächste Barbarencamp? Das ist da unten. Ja, wir sehen ja, dass es sehr von Vorteil ist, die zu
zu erobern. Deswegen schicken wir unsere Leute über die Straßen zurück. Das sollte auch schneller gehen. Aha! Das könnten die Schweden sein, oder? Ja, möglich. So, wir könnten den auch noch in die Armee packen. Dann ist es noch... Ja, das geht dann noch deutlich schneller. Das sollten wir wahrscheinlich tun. Der wird auf die hier warten. Wir könnten auch ihn als Anführer befördern. Das ist ganz hilfreich am Anfang. Kostet uns 10 XP. Aber ich würde sagen, das machen wir. Das machen wir aber erst, wenn die anderen da sind, denke ich. Vielleicht passiert da noch irgendwas Relevantes. So, jetzt ist natürlich spannend. Jetzt haben wir den Bogenschützen bekommen, weil wir diese Forschung erfüllt haben. Gibt es nochmal 5 XP und wir können die bauen. So, jetzt ist die große Frage. Forschen wir jetzt auch an der Age of Bronze? Ich glaube, es lohnt sich nicht, weil ja ein anderer schon forscht. Ich bin auch nicht sicher, ob es irgendeinen Vorteil hat, als Erster in so ein Zeitalter zu gehen. Deswegen gehen wir jetzt auf Farming 3 Runden. Das ist, glaube ich, jetzt das Beste. So, die wollten wir zurückschicken. Die Frage ist, ob es nicht cooler ist. Wir könnten jetzt natürlich 2 Kampfgruppen losschicken. Ist das sinnvoll? Wir wissen aber von keinem anderen Ort mehr, wo wir sie im Moment einsetzen können. Wir lassen mal den Scout hier noch ein bisschen laufen. Ja, tatsächlich, das sind die Schweden. Okay, gehen wir mal auf den Hügel. Aha. Die haben hier so eine schmale Landzunge. Ganz interessant. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten eine Einheit zurücklassen. Und... Ja. Ja. Ich bin unsicher. Wir ziehen die erstmal runter. Schön, auf der Straße geht es echt schnell. Also der Punkt ist, gegen die Palisaden sind natürlich die Kämpfer besonders gut. Das geht halt schnell. Gegen andere Barbaren sind natürlich die Bogenschützen wiederum besser. Aber ich glaube, ich gehe mit 2 Kämpfern und einem Bogenschützen erstmal. Und ich mache einen der Kämpfer, mache ich zum Anführer, oder? Und zwar vielleicht den Unerfahrenen. Der gibt dann irgendwie Boni. Hat selber zwar die gleichen Werte, aber gibt irgendwie einen Buff. Nämlich von ihrem Taktikwert her, der Taktik 1. Okay, das heißt, die anderen kämpfen dadurch besser. Das Problem an den Anführern ist, dass sie nicht verbessert werden können. Wir können später technologisch natürlich unsere Bogenschützen und Krieger und so weiter verbessern, aber den Anführer nicht. Das heißt, die werden irgendwann veraltet sein, dann muss man sie entlassen. Das ist der Nachteil dessen, sie zu Anführern zu machen. Gut, ich würde sagen, ihr bleibt dann einfach erstmal hier, beschützt die Hauptstadt, wo jetzt wieder 3 Leute wohnen. Was machen die anderen beiden? Ah, wisst ihr was? Ich habe vergessen. Ah, verdammt, die Herde habe ich vergessen. Man kann sich übrigens auch erinnern lassen. Das ist ganz cool mit Links, Steuerung, Linksklick. Wir wollten hier die Weide bauen. Die baue ich jetzt auch. Das war ein Fehler. Da hätten wir schon länger von profitieren können. So, ihr seht, jetzt kriegen wir hier nochmal Fleisch und Leder. Und... Ja, 167%. Wir haben jetzt 10 Nahrung. Natürlich, jede Bevölkerung kostet dann auch wieder Nahrung, logischerweise. Ja. Gut. Das bringt uns... Oh, das ist jetzt interessant. Es ist tatsächlich so, dass im späteren Verlauf das immer wichtiger wird. Das Gebäude bringt auch laufend XP. Zum Beispiel dieses Weideland bringt halt pro Runde ein Exploration XP. Und den könnten wir zum Beispiel auch einsetzen, um noch einen Scout uns zu gönnen. Der kommt jetzt hier nach Tarentum. Und er wird mal in diese Richtung scouten. Ja, schön. Und er kann auch schon losreiten. Ja, durch den Wald ist für ihn schwierig. Oh Gott, da ist ja gleich das Meer und Dschungel. Na gut, es ist, wie es ist. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal eine Pause. Ich mache aber auf jeden Fall weiter. Und dann werden wir in der nächsten Folge in die Bronzezeit kommen. Und definitiv, glaube ich, schon ein paar mehr Sachen
sehen, noch ein paar mehr Mechaniken. Vor allem das Zeitalterprinzip, wie es danach weitergeht, das ist nämlich wirklich hochinteressant. Ich bin gespannt, wie euer erster Eindruck ist. Ich finde ja, ich bin ja nicht so ein, also so, schöne Grafik ist toll, aber tatsächlich überhaupt nicht entscheidend, gerade bei solchen Spielen. Und ich muss sagen, es ist interessant. Es ist interessant und es wird noch viel, viel cooler. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Muss ich jetzt leider ein bisschen Cliffhanger machen. Wenn wir jetzt ins nächste Zeitalter kommen und ich euch die erste große Ausrichtungsentscheidung zeigen kann, weil dann werdet ihr erstmal sehen, wie sich das Spiel entfalten wird. Ah, das ist tatsächlich ein Vorteil, wenn man relativ schnell das Zeitalter betritt. Ja, also das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Ich freue mich drauf. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwall.